Hallo und herzlich willkommen zum New York Times by the Book Tag, zu dem mich die liebe Dunja vom Kanal Mimi Book getaggt hat. Ja, wenn ihr sie nicht kennt, ihr findet den Kanal unten in meiner Infobox und ich kann euch nur empfehlen, da unbedingt vorbeizuschauen. Sie ist eine ganz liebe und sympathische und auch wenn es im Moment ein bisschen ruhiger auf ihrem Kanal ist, ich freue mich immer riesig, wenn ich ein Video von ihr in der Abo-Box sehe und ja, vielleicht geht es euch da genauso, schaut da mal vorbei, dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Und dieser Tag kommt aus dem Englischen, irgendjemand hat sich da dran gesetzt und das Ganze übersetzt. Ich weiß allerdings leider nicht, wer das ist. Wenn ihr da genaueres wisst, dann sagt mir Bescheid, dann versuche ich das in der Infobox noch zu ergänzen. Und der Tag hat 10 Fragen. Und ich finde die Fragen sehr interessant, bin sehr froh, dass die liebe Dunja mich getaggt hat und ja, lege jetzt einfach mal los mit Frage 1. Und die erste Frage lautet, welches Buch liegt derzeit auf deinem Nachttisch? Ja, weil es auf meinem Nachttisch liegt, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass ich es nicht extra herholen muss. Und dort liegt aktuell Tess von Thomas Hardy und wer mich ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich da schon seit Ende April, glaube ich, dran sitze. Und dementsprechend hat das Buch jetzt auch eine höhere Priorität und ich möchte es unbedingt jetzt im Juli fertigstellen. Außerdem liegt auf meinem Nachttisch immer mein Kindle, wenn ich zu Hause bin. Und damit liegen ja theoretisch auch all meine E-Books immer auf meinem Nachttisch. Zweite Frage. Welches Buch, das du zuletzt gelesen hast, war außergewöhnlich gut? Da zeige ich euch jetzt Von Mäusen und Menschen von John Steinbeck. Da habe ich ja auch eine Rezension zugedreht, in der ich von diesem Buch geschwärmt habe. Findet ihr auch in der Infobox. Und ja, es war ein 4,5-Sterne-Buch, ein ganz toller Klassiker, der auf ja, seinen wirklich wenigen Seiten absolut überzeugend war und ja, an den ich immer noch sehr oft denke. Und ich glaube, allein dadurch bietet er sich schon als Antwort auf diese Frage an, denn wenn so ein Buch ein bisschen nachhallt, dann hat das schon was zu bedeuten und das tut dieses Buch hier definitiv. Ja, und die nächste Frage war für mich ein bisschen schwieriger. Welchen Schriftsteller, egal ob tot oder lebendig, würdest du gerne treffen und was würdest du ihn, sie fragen? Ja, das ist für mich aus dem Grund ein bisschen schwieriger, da ich absolut nicht zur Heldenverehrung neige und selbst in meiner Jugend, wo wahrscheinlich viele davon betroffen waren, war es mir absolut egal, wer jetzt da irgendwie Sänger einer Band war. Ich habe für niemanden geschwärmt, absolut nicht. Ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, wenn dann jemand sagt, oh, ich habe ihre Hand geschüttelt oder er hat mich angesehen oder ich habe irgendwie ein benutztes Taschentuch von jemandem. Also gar nicht und das ist teilweise halt auch wirklich schon ins Extreme, also dass mich wirklich so überhaupt nicht interessiert, dass ich das bei Bands habe, dass mich die Musik interessiert, ich aber weder weiß, wie viele Leute jetzt in der Band sind, noch wie die heißen, wo die herkommen, das ist mir wirklich völlig egal, da informiere ich mich noch nicht mal. Wenn mir die Musik gefällt, alles gut, aber was so deren Hintergrund ist, ist mir teilweise wirklich völlig egal. Und das habe ich leider bei Büchern auch oft, also dass ich sage, ich habe ein Lieblingsbuch, aber der Autor interessiert mich nicht. Und ja, weiß ich nicht, ob das irgendwie eine gute Eigenschaft ist. Ich würde eher sagen nein, weil man damit eigentlich wenig Respekt erweist für die Person, die da solch eine Leistung erbracht hat, in dem Sinne, dass sie irgendwie ein Buch geschaffen hat, was ich total liebe. Ich meine, das muss man ja eigentlich auch anerkennen. Aber tatsächlich reizt es mich überhaupt nicht, diese Person persönlich zu treffen. Ich würde jetzt einfach mal, um auf diese Antwort, auf diese Frage antworten zu können, würde ich jetzt einfach mal sagen, Jane Austen, ganz einfach, weil ich ihre Bücher wirklich sehr, sehr liebe und zwar wirklich jedes einzelne von ihnen und es mich einfach interessieren würde, ja, mit ihr persönlich mal darüber zu sprechen, wie sie denn auf diese Charaktere gekommen ist, ob es da vielleicht Vorlagen in ihrem Bekanntenkreis gab, weil die Tatsache oder die Art und Weise, wie sie diese Charaktere eben zeichnet, finde ich wahnsinnig amüsant und schön und trotzdem steckt da so viel hinter, was sie eigentlich durch die Blume sagen möchte und da würde es mich sehr interessieren, wie sie denn dazu gekommen ist, die Charaktere eben so zu schreiben, wie sie sie geschrieben hat. Frage Nummer 4. Bei welchen Büchern wäre man überrascht, sie bei dir zu finden? Ja, ich mache jetzt noch nicht so lange Booktube, das heißt, ihr habt eigentlich noch gar nicht so einen super tollen Überblick über das, was ich alles lese, denn es gab ja jetzt erst ein paar Lesemonate, in denen ihr gesehen habt, was ich so lese und wie ich was bewerte und so. Und ich habe auch noch keine Bücherregaltour gemacht, das heißt, ihr wisst auch gar nicht, was hier noch so rumsteht, was ich vielleicht schon gelesen habe. Ich glaube, Lovely Books bietet da im Moment so den größten Überblick, weil ich da im Moment versuche, regelmäßig ja, Bücher zur Bibliothek hinzuzufügen, die ich bereits gelesen habe oder die in meinem Bestand sind. Ich bin da noch absolut nicht fertig, aber es geht so nach und nach. Und jetzt mittlerweile bin ich, glaube ich, schon bei über 100 Büchern, die eingepflegt sind, also da kriegt man vielleicht schon einen kleinen Überblick. Aber ich glaube, ich habe so in der letzten Zeit wenig Jugendbücher gezeigt und deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal ein Buch
das mir immer noch sehr wichtig ist, das ich gelesen habe, als die Reihe erschien und über die man denken kann, was man möchte, aber ich habe sie einfach geliebt zu der Zeit, in der ich sie gelesen habe. Und zwar meine ich damit die Twilight-Reihe mit hier dem ersten Teil bis zum Morgengrauen. Ich habe alle vier im Hardcover hier. Wie gesagt, ich habe sie gelesen, als sie erschienen sind. Und sie werden auch immer bei mir bleiben. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich eigentlich sehr rigoros aussortiere bei Büchern, die mir nicht gefallen oder die ich nicht nochmal lesen würde und so weiter. Und das hier ist sicherlich eine Reihe, die, wenn ich sie jetzt nochmal lesen würde, mir vielleicht nicht mehr so gut gefiele. Aber ich habe sie halt eben gelesen, als sie erschien und es hat mir einfach riesigen Spaß gemacht. Ich habe die Reihe sehr, sehr gern gelesen. Ich bin ja auch jemand, der Vampire sehr mag, also mich stört das auch nicht und selbst das hier eben. Ja, vielleicht so ein bisschen sehr verklärte romantische Vorstellungen eingebracht wurden, die jetzt vielleicht auch nicht so richtig zu erklären sind, außer mit das gefällt Mädchen. Aber ich habe die Reihe wirklich sehr gemocht und sie war mir in dieser Phase einfach sehr wichtig und aus dem Grund wird es immer ein Teil von mir sein und ich werde diese Reihe auch sicherlich behalten. Ganz einfach, weil sie für eine Zeit steht, in der ich mich auch mit der Protagonistin identifizieren konnte, in der ich so meine Probleme mit mir selbst hatte und dementsprechend ist das für mich eine Reihe, die immer noch sehr wichtig ist und auch wenn ich sie vielleicht heute vom ganzen Aufbau und vom Schreibstil her nicht mehr toll fände, so hat sie einfach trotzdem noch einen besonderen Wert für mich. Frage Nummer 5. Wie ist deine persönliche Bibliothek sortiert? Ja, und ich glaube, da muss ich viele enttäuschen, die jetzt interessiert vorm Bildschirm sitzen und sich denken, oh ja, das würde ich jetzt aber gerne mal wissen. Denn meine Bibliothek ist gar nicht sortiert. Also ich habe sehr wenig Bücher. Aus diesem Grund ergibt das auch gar keinen großen Sinn, da jetzt eine tolle Ordnung sich zu überlegen. Denn ich habe auch wirklich nur ein richtiges Bücherregal. Das ist auch bis oben hin voll, schon klar. Und da ist auch nochmal ein extra Regalboden von mir eingezogen worden, damit ich da alles reinbekomme. Aber es ist trotzdem nur ein Regal. Und ich habe zwei Regale, die eigentlich eher für CDs und DVDs ist. Aber da kann man eben auch sehr gut Taschenbücher und aufbewahren. Und das war's. Mehr habe ich nicht. Und klar wird das in Zukunft sicherlich nochmal ein Problem werden, aber aktuell passt alles noch rein und ich habe ja noch einen relativ hohen Sub, von dem ich erstmal zehren kann. Ja, und ihr habt ja mitbekommen, ich sortiere halt regelmäßig aus. Es bleibt also wirklich nur hier bei mir, was ich entweder nochmal lesen möchte, was meine absoluten Lieblingsbücher sind oder Bücher, die für mich einen emotionalen Wert haben, indem sie für eine Zeit stehen oder für mich irgendwann mal sehr wichtig waren oder mich zum Teil geprägt haben. Und ich hatte einfach auch nie so viele Bücher. Also die Bücher, die ich hatte, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, davon ist fast nichts mitgekommen, weil ganz viel davon wirklich Kinderbücher waren, die mich aber jetzt auch nicht so gefesselt haben, dass ich sagen würde, auch ja, das behalte ich jetzt aus nostalgischen Gründen. Also da ist sehr viel gar nicht mitbekommen. Dann hatte ich wirklich 5, 6 Jahre, wo ich fast gar nicht gelesen habe und dementsprechend wenig dazu kam. Also meine Bibliothek ist insgesamt sehr klein und da lohnt sich das irgendwie noch nicht, so ein besonderes System sich auszudenken. Ich wäre aber wahrscheinlich niemand, der nach Farben sortiert. Ich finde das super schön, aber ich glaube, ich würde vieles nicht wiederfinden, weil ich mir dann doch nicht merke, welche Farbe ein Buch hatte. Und dann geht eben da vieles verloren. Da müsste man ja wirklich schon so nach Nuancen unterscheiden können. Und ich mag es nicht, wenn Reihen auseinandergerissen werden. Die stehen also auf jeden Fall zusammen. Ja, und ansonsten gucke ich einfach, dass es gut reinpasst und möglichst platzsparend ist. Also ich habe, wie gesagt, einen neuen Regalboden reingezogen und das führt eben dazu, dass der Platz zwischen den Böden gering ist und dann passen eben nur Bücher mit etwa derselben Höhe nebeneinander. So, also das ist dann die Sortierung. Also dass ich schon gucke, dass ich möglichst wenig Lücke vielleicht zwischen den Regalböden habe. Aber ansonsten völliges Chaos. Ich finde aber auch jedes Buch wieder. Wie gesagt, ich habe nicht viele und ich weiß ganz genau, wo ich es hingestellt habe. Selbst wenn ich das mal umsortiere, da muss ich nicht lang suchen. Dementsprechend hat sich das noch nicht aufgedrängt, dass ich mir da irgendwie mal eine tolle Sortierung überlege. Frage Nummer 6. Welches Buch wolltest du schon immer lesen und bist bis jetzt noch nicht dazu gekommen? Oder wofür schämst du dich, dass du es noch nicht gelesen hast? Also schämen tue ich mich schon mal gar nicht für irgendwelche Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Also man kann sich vielleicht für einiges schämen in seinem Leben, aber ich glaube dafür jetzt nur wirklich nicht. Ich habe allerdings so einige Klassiker hier auf dem Sub, die wirklich zur Oberkategorie Weltliteratur gehören und wo man wirklich sagen könnte, Mitte Ende 20 sollte man die vielleicht mal gelesen haben. Und da habe ich schon manchmal so ein unangenehmes Gefühl, wenn ich halt auch viele 18-Jährige sehe, die das alles schon hinter sich hatten. Und ich denke mir so, okay, das hättest du auf jeden Fall mal zur Hand nehmen können in der Zeit, die du jetzt schon auf dieser Welt lebst.
Aber ich habe es nicht getan, da lässt sich jetzt nicht viel dran ändern, außer es in Zukunft besser zu machen. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal einen der Klassiker, die ich in letzter Zeit schon mal hochgehalten habe und zu dem mir eigentlich nur positive Rückmeldungen ja, zugetragen wurde. Also ich glaube, da habe ich noch keine einzige negative Meinung zugehört und aus diesem Grund fühle ich mich jetzt schon ein bisschen schlecht, dass ich ihn so lange hier habe ungelesen liegen lassen. Und zwar handelt es sich um Jane Eyre von Charlotte Brontë, ein Buch, über das ich, wie gerade erwähnt, bisher nur Gutes gehört habe, von dem jeder schwärmt, von dem auch viele sagen, dass es ihr Lieblingsbuch ist. Und es liegt bei mir, glaube ich, schon ein paar Monate. Also ich kann es nicht erklären, aber da fühle ich mich schon ein bisschen schlecht, dass ich es noch nicht gelesen habe und versuche das jetzt schnellstmöglich und vor allem noch im Laufe dieses Jahres mal zu ändern. Frage Nummer 7. Enttäuscht, überbewertet oder einfach nicht gut? Welches Buch hätte dir gefallen sollen, hat es aber nicht? Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen? Ja, und da musste ich ein bisschen in meinem Buchjournal stöbern und tatsächlich habe ich im gesamten letzten Jahr kein einziges Buch abgebrochen und davor habe ich nicht besonders gut dokumentiert. Also da weiß ich gar nicht, ob ich da was abgebrochen habe und da ist meine Erinnerung dann auch eher lückenhaft. Dementsprechend zeige ich euch jetzt ein Buch, das ich, also was heißt zeige ich euch? Das sind natürlich beides Kategorien von Büchern, die ich aussortiere. Das heißt, keines dieser Bücher, die auf diese Frage passen würden, habe ich dann auch hier. Und weil ich eben in dem genannten Zeitraum oder schon ewig nichts abgebrochen habe, nenne ich euch ein Buch, das ich hätte abbrechen sollen oder auch können, ohne dass ich was verpasst hätte. Und das war zuletzt Ich bin die Nacht von Ethan Cross. Dieses Buch ist ja der Beginn einer Trilogie, soweit ich weiß, und es handelt sich um einen Thriller. Ich habe ewig keinen Thriller gelesen. Ich weiß aber, dass dieses Genre früher extrem, ja, was für mich war und ich habe das wirklich sehr geliebt. Aber dieses Buch war für mich so plakativ irgendwie und dabei schlecht. Also es war irgendwie wie so ein Hollywood-Film, der in Buchform vorliegt und wo eine Action-Szene auf die nächste kam und man nicht einmal durchschnaufen konnte und wo alle Charaktere so überzeichnet waren, dass ich die überhaupt nicht ernst nehmen konnte. Und da stellte sich dann bei mir überhaupt gar kein Gefühl von Angst, was jetzt kommt oder Grauen irgendwie ein, weil das alles völlig lächerlich für mich war. Also ich konnte das überhaupt nicht ernst nehmen und was es da auch für Wendungen dann gab oder wie der Protagonist da die bescheuertsten Dinge überleben konnte. Also das war für mich einfach ein bisschen übertrieben, das konnte ich nicht ernst nehmen, das hätte ich auf jeden Fall abbrechen sollen. Aber es war dann eben teilweise schon so lustig und skurril, dass ich es habe durchlesen können, ohne dass es mich jetzt auch wahnsinnig gestört hätte. Aber im Endeffekt hat das Buch von mir, glaube ich, 1,5 Sterne bekommen und ja, es war einfach nichts und hat mich definitiv nicht dazu gebracht, die Reihe weiter zu verfolgen. Enttäuscht, überbewertet oder einfach nicht gut. Welches Buch hätte dir gefallen sollen, hat es aber nicht. Da nenne ich euch den Circle von David Eggers. Und ja, dieses Buch hätte thematisch einfach etwas für mich sein müssen, denn im Zentrum steht hier ein Google-artiger Großkonzern. Ich glaube, er ist so der Circle und ich glaube, es ist eben so beschrieben, dass dieses Unternehmen eben Google, Twitter, Apple und so weiter geschluckt hat, also quasi der Riese auf dem Markt ist und wir folgen einer Protagonistin, die dort eben einen Job beginnt und es ist eben eine Unternehmenskultur, wie man sich die, glaube ich, aus dem Silicon Valley so vorstellen kann, wie man das auch mit dem Facebook-Campus kennt und so weiter. Dementsprechend soweit schon mal interessant und es geht dort eben um diese Problematik, wie stark Social Media vielleicht Einfluss auf das Leben nehmen sollte und wie gefährlich es ist, wenn es quasi wirklich ein Konto von einem gibt, das quasi alle Informationen bereithält. Und also da ist es jetzt eben auch so, dass dieses Konto beim Circle eben auch Bürgerpflicht werden soll. Dort ist dann eben auch sowas wie Sozialversicherung und Steuer und so weiter alles drüber abgedeckt. Das geht dann auch teilweise schon in politische Überzeugungen und so weiter. Also man ist einfach völlig transparent als Mensch und welche Gefahren eben das ja, bereithält oder was daraus resultieren kann. Was das vielleicht für eine Form annimmt und so weiter, ist ja eigentlich ein sehr spannendes Thema, was auch gruselig sein kann, was auch in die Richtung Dystopie oder ja, Gesellschaftskritik geht. Also auch eine Thematik, die mich eigentlich immer sehr interessiert, aber es war einfach super schlecht umgesetzt. Das Potenzial war überhaupt nicht ausgeschöpft und die Szenarien, die sich dann daraus ergeben haben, fand ich irgendwie
wenig beängstigend und eben auch nicht, haben irgendwie nicht den Kern der Sache getroffen, was alles hätte wirklich passieren können. Und es war irgendwie so enttäuschend für mich. Also mir hat es gar nicht gefallen. Ich glaube, da gehen die Meinungen auch auseinander und viele fanden das großartig, aber für mich war das Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft und die Tragweite dieser Problematik war einfach überhaupt nicht, ja, ausformuliert. Also, und die Charaktere waren dazu dann auch völlig unrealistisch und unsympathisch, sodass man auch da sich nicht hätte in die Gefühle, wie das alles verursacht, irgendwie hineinversetzen können. Also es war nicht meins irgendwie, leider. Frage Nummer 8. Zu welchen Geschichten fühlst du dich hingezogen? Von welchen Büchern hältst du dich fern? Ja, ich fühle mich hingezogen zu jeglicher Form von Dystopie, Gesellschaftskritik, Utopie, also alles, was man sich vielleicht in näherer Zukunft auch vorstellen kann, die Art und Weise, wie dort Systeme vielleicht funktionieren und welche Probleme das hervorruft, finde ich immer super spannend und interessant. Und wenn es eben gut gemacht ist, dann liebe ich Fantasy auch in allen möglichen Varianten, sei es jetzt High Fantasy, Urban Fantasy, ich mag auch Romantasy und ja, also da gibt es eigentlich kaum eine Form, die ich nicht mag und ja, liebe es einfach in solche Welten abzutauchen, wenn die einfach gut durchdacht sind. Ich finde es auch wahnsinnig faszinierend, wenn jemand die Fantasie hat, um sich ganze Welten auszudenken und das ist für mich Magie. Ich finde das wahnsinnig spannend, wenn jemand so viel Fantasie aufbringt, um das wirklich schlüssig und konzeptionell gut irgendwie aufzubereiten. Also da bin ich ein Riesenfan von. Und ich lese eben gerne Klassiker. Ich hätte es ein bisschen mehr tun können in der letzten Zeit, aber ich habe jetzt wieder richtig Lust drauf und bin motiviert und ja, möchte da einiges nachholen. Also das sind so die drei Rubriken. Wenn da ein Buch auf mich zukommt und das jetzt nicht völlig daneben geht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es auf meiner Wunschliste landet. Und wovon ich mich eher fernhalte, ist mittlerweile Horror und Thriller. Ich habe das früher sehr gern gelesen, fast ausschließlich. Mittlerweile kann es mich irgendwie nicht mehr packen. Also es sind keine Geschichten mehr, die mich so wahnsinnig interessieren. Ich habe auch oft das Gefühl, dass der Aufbau immer sehr gleich ist. Und letztlich ist es ja nichts Schlechtes. Es gibt viele Genres, in denen der Aufbau des Inhalts irgendwie immer gleich ist. Aber da fesselt es mich dann teilweise noch. Also wenn man jetzt zum Beispiel in die Jugendfantasy geht, da gibt es viele Grundelemente, die gleich sind. Aber da stört es mich irgendwie noch nicht so sehr. Vielleicht habe ich damals zu viele Thriller und ja, Horrorbücher gelesen, als dass mich das jetzt noch irgendwie packen könnte oder ich bin dessen irgendwie so ein bisschen überdrüssig. Ich weiß auch nicht, ob das nochmal kommt, aber aktuell sind das so zwei Genres, die mich gar nicht mehr so interessieren. Und wovon ich mich auch fernhalte, ist tatsächlich so Erotik, wo es halt wirklich nur um Sexy Time geht. Also wenn da kein Inhalt ist, ich mag das sehr gerne, wenn erotische Szenen in Büchern sind, wo ich auch ja, die Charaktere sehr gut kennenlernen und wo ich auch mitfiebere und wo ich das so nachvollziehen kann, dass dort irgendwie ja, Leidenschaft herrscht, dass sich da jemand verliebt hat, dann finde ich, ist Sex auch eine logische Konsequenz und dann möchte ich auch nicht, dass das komplett ausgeklammert wird. Aber Bücher, in denen Sex und Erotik wirklich so im Mittelpunkt steht und wo alles andere eher so Beiwerk ist, das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Also das interessiert mich einfach nicht. Also da kann ich da auch nicht so richtig mitfiebern. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich solche Szenen wirklich genießen würde und mir denke, oh ja, toll, dafür liest du jetzt dieses Buch. Also gar nicht. Dementsprechend halte ich mich da eher von fern. Wie gesagt, Erotik und Sexszenen dürfen gerne ein Teil eines Buches sein, finde ich eben auch entsprechend wichtig. Wenn es sich um Bücher handelt, in denen eben eine romantische Beziehung auch im Mittelpunkt steht, dann darf es eben auch nicht komplett fehlen. Das war zum Beispiel auch so ein Kritikpunkt, den ich bei Twilight hatte, dass es da wirklich sehr hinausgezögert wurde, sagen wir es mal so. Und das dann schon fast eine Erleichterung war, dass es jetzt endlich mal so weit gekommen ist. Aber ja, so sieht das aus. Die Frage Nummer 9, die fand ich auch ein bisschen schwieriger. Wenn du die nächste Lektüre des Präsidenten bzw. der Kanzlerin entscheiden dürftest, welches Buch wäre es? Und da bin ich total überfragt. Ich finde das auch irgendwie seltsam, jemandem eine Empfehlung zu geben, den man noch nicht mehr persönlich kennt oder von dem man gar nicht weiß, was er liest. Ich finde das schon bei Freunden schwierig und tue mich da schwer, eine Empfehlung auszusprechen, weil Geschmäcker einfach so verschieden sind und bei der Kanzlerin keine Ahnung, was sie gerne liest. Ich würde jetzt einfach sagen, weil sie einen sehr verantwortungsvollen Job hat und sicherlich viel arbeitet und auch ja, dieser Job sicherlich nicht einfach ist, würde ich ihr, glaube ich, etwas empfehlen, was Spaß macht, wo man abschalten kann und wo man sich wohlfühlt. Und dementsprechend, weil es völlig abgedreht ist und sehr viel Spaß macht und total kreativ und fantasievoll ist,
empfehle ich ihr da Walter Mörs Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär in der farbigen und illustrierten Ausgabe, weil man dann auch noch ein bisschen was zu gucken hat und sich daran erfreuen kann. Einfach weil ich dieses Buch liebe, ja, und weil es Spaß macht und weil es einen ablenkt und in eine andere Welt entführt, die einfach lustig ist. Ja, und die letzte Frage ist wieder ganz einfach, und zwar lautet sie: Was willst du als nächstes lesen? Und da habe ich mir ausgesucht den zweiten Teil einer Reihe, die ich bereits begonnen hatte, und zwar vor einem halben Jahr etwa, und zwar die Rosentrilogie. Und hier der zweite Teil, Die Winterrose von Jennifer Donnelly. Der erste Teil hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe ihn auch direkt an meine Freundin weitergegeben, die daran jetzt aktuell liest, und auch sie findet dieses Buch ganz toll. Ich weiß nicht, irgendwie ist das ein Wohlfühlbuch. Also der erste Teil, der hat mich total gepackt, und obwohl viele schreckliche Dinge passieren, mit denen ich eigentlich zuvor gar nicht gerechnet hatte. Ich bin davon ausgegangen, dass das irgendwie so eine schöne Frauenliteratur ist, aber das waren schon herbe Rückschläge, die die Protagonistin dort erleben musste, und das war schon teilweise starker Tobak. Nichtsdestotrotz hat mich diese Reihe sehr gepackt, und bis auf das Ende war ich vollends zufrieden mit diesem ersten Band. Und ja, ich habe jetzt totale Lust, wieder in ja, diese Zeit einzutauchen. Hier begleiten wir andere Protagonisten, allerdings sind die Personen aus dem ersten Band hier als Nebenfiguren noch unterwegs. Und ja, vor kurzem hat Denise von Buchgeflüster von der Trilogie gesprochen, und sie hat sogar erwähnt, dass ihr der zweite Teil noch ein bisschen besser gefiel als der erste. Und ja, irgendwie hat mir das die ganze Geschichte wieder ins Gedächtnis gerufen und mir vor Augen geführt, dass ich doch hier einfach mal weiterlesen sollte. Und ja, dementsprechend möchte ich mir den zweiten Teil der Rosentrilogie vornehmen als nächstes. Aber auch dieses Buch ist wieder wahnsinnig dick. Es hat. 777 Seiten, und das Ganze ist dabei sehr, sehr klein geschrieben. Und das war beim ersten Teil schon so, dass ich da fast 2 Monate dran gelesen habe. Und ich bin davon überzeugt, dass ich auch für den zweiten Teil jetzt eine ganze Weile brauche. Aber ich freue mich darauf. Ich mochte den Schreibstil von Jennifer Donnelly sehr, sehr gerne. Und ja, die Art, wie sie diese Geschichte erzählt, dementsprechend freue ich mich da sehr drauf. Und das ist das nächste Buch, das ich mir vornehme. Ja, und jetzt bin ich wieder am Punkt, an dem ich weitere Leute taggen darf. Und ja, wie immer bei solchen Tags, es ist ein bisschen schwierig. Zwischen dem Drehen und Veröffentlichen liegen halt ein paar Tage, in denen sich da vieles ändern kann. Der ein oder andere wurde dann bereits getaggt, hat den Tag plötzlich hochgeladen, und ja, irgendwie ist das nie so richtig aktuell. Ich versuche mein Glück dennoch und tagge hier mit Susan von Waldschrat liest, Denise von Buchgeflüster und Steffi von Steffis Leseleben. Bei euch meine ich, den Tag noch nicht gesehen zu haben, und da ich ja viele verfolge, die ihr auch verfolgt, ja, glaube ich im Hinterkopf zu haben, dass ihr noch nicht getaggt wurdet. Deswegen mache ich das hier an dieser Stelle und freue mich über eure Videos. Ihr findet, also ihr Zuschauer findet wie immer die Kanäle in der Infobox, und ich kann euch nur empfehlen, bei allen einmal vorbeizuschauen, da ich ihre Art einfach super sympathisch finde und jedes ihrer Videos schaue. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir Feedback da. Wie würdet ihr die eine oder andere Frage beantworten? Denn es darf sich natürlich auch jeder Zuschauer getaggt fühlen, die Fragen oder die eine oder andere Frage in den Kommentaren zu beantworten. Würde mich riesig freuen, da was von euch zu hören. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, und wir sehen uns beim nächsten Mal.